So, Ladies, Gentlemen, seht euch das mal an. Er ist sauber. Er ist nicht mehr mehrteilig. Holger legt sich, glaube ich, aufs Maul. Ne, doch nicht. Aber auf jeden Fall sieht das hier schon mal alles sehr sexy aus. Das ist alles gut. Hier läuft auch nirgendwo was raus. Ich denke, das haben wir ganz, ganz hervorragend gemacht. Und das muss jetzt wieder hier rein. Aua. Ja, ein Holger macht sich kaputt. So sagen nur Leute, die noch was vorhaben. So. Und so ist das halt auch. So, wo habe ich denn jetzt die ganzen Schrauben hin? Die nehmen wir auch noch mal raus. Weil ist so. Die tue ich dorthin. Begründung mit 4 Buchstaben. Ist so. Ist so. Tun wir mal hier so unser Boden. Und den Luftfilterkasten brauchen wir eh. Also das war auch eine blöde Idee. Den brauchen wir noch gar nicht. Das fliegt mal weg. Keine Angst, das wackelt nur. Wollen wir den zusammen erstmal so hochheben und den erstmal irgendwo einhängen, hinten, dass wir den dann so hochklappen können? Tatsächlich würde das sogar gehen, ne? Ja. Aber, warte mal, wenn wir das anschrauben, können wir den dann... Nicht einfach in Summe? So? Naja... Nicht unbedingt, ne? Vielleicht machen wir das... Wir da vorne klarkommen. Aber... Weißt du, was ich meine? So, dann hier so hoch. Dann kannst du nämlich hier so wunderbar anpacken. So. Ja, so. Und da drauf. Das könnte gehen. Das können wir ausprobieren. Können wir einfach eine Schraube reinstecken und den da einhängen. Ganz genau. Und vorne auch, ne? Seht ihr uns überhaupt? Hallo, wir sind da gerade auf dem Boden am Tun. Guck mal. Da so. Da, wo der Arsch in die Luft hängt. Da ich habe keine Kniegelenke, es tut mir leid. Was für die Klicks macht er. So geht das da jetzt nicht rein. Wo hast du den langen Bolzen gelassen? Ach da. Den pack ich doch jetzt nicht aus. Von rechts oder von links geschraubt? Scheißegal, ne? Das darfst du dir heute mal aussuchen. Wen juckt's? Ja, genau. Ja, ja. So, jetzt können wir es ja viel besser anpacken. Ich muss das gehen. Dann kann ja einer rechts und einer links anpacken. Oder nur einer anpacken. So, dann müssen wir hier oben drüber her. Dann gehen wir mal da so hin. Wo gehe ich hin? So, genau, von da so hin. Ich fasse hier mal so drunter, wenn du mich lässt. Genau. Jetzt habe ich die Krümmerdichtung im Finger, aber ist egal. So, dann häng mal. Heb mal hoch. Na, innen? Das sitzt drin. Ja. Aua, nicht meinen Finger einklemmen. So, sorry. Jetzt. Ich kann das nicht sehen. Hängt geil. Okay, das war einfacher als gedacht. Sorry wegen dem Finger, aber der interessiert mich auch. Beste Erfindung aller Zeiten. Was ist das eigentlich? Das ist so. Ernsthaft. Hier drunter, also das hier vor, das da hoch und nach unten drunter. Dann haben wir hier. Nee, entweder da drüber oder da drunter. Du bist jetzt einen drüber, nee. Einen drunter. Shit, genau, da drunter so. Muss das. Die Einführung musst du vornehmen. Ja, ich habe vorne eingeführt. Das ist gut. Hi. Auch hier? Okay, das ist... 12er Schlüssel hätte ich ganz gerne. Ist das jetzt 13 auf der Seite oder was? Holger, ich hätte gerne einen 13er Schlüssel. Mich erinnert das dann immer an den einen von Monster AG, der da so die Augen aufreißt. So, das hier geht schon mal nicht drauf, das passt das Gewinde nicht. Muss ich mir das auch mal erklären. Was? Ja, man muss auch richtig rumdrehen, oder?
Das ist jetzt auch wieder 16 oder irgendwie sowas. 13, 14. Puh, das Ding macht mich echt schwach hier. Tja, eigentlich könnten wir jetzt das Ding mal eben anhauen. Oder was wolltest du sagen? Theoretisch könnten wir den wirklich anschmeißen, ne? Da ist ja eigentlich nichts, was da so gegen spricht, oder? So einen kleinen Probelauf, so einen kleinen, weißt du dann. So mal einen Schlitzschraubenzieher. Nee. Ich möchte den mal. Wie heißt das? Flott. Nee, nicht das Wort mit Doppel-T, das meine ich nicht. Wie heißt das? Ach komm, gib mir den Schraubendreher. Und da an der Wand hängt ein Einhandwinkelschleifer übrigens, ne? Ja, aber ein Gliedermaßstab in der Tasche. Hattest du auf Arbeit schon mal eine Vertikalkreissäge? Die sehen aus wie ein Trennjäger. Ich weiß, die letzten Begriffe sagen mir gar nichts. Nee? Nee. Einhandwinkelschleifer? Kennen Sie nicht? Ja, Flex. Ich wollte was sagen. Gliedermaßstab. Ja, Zollstock. Und weiter die letzten beiden Sachen, sagt ihr. Vertikalkreissäge. Was soll das sein? Das kleine Running Gag. Ich hoffe, mein Arbeitskollege sieht das jetzt. Ne, Alex? Ja. Fühlt sich gut an, ne? Ja, ich habe. Das war übrigens das, was ich gesagt habe, dass ich das vorbereite. Ich habe hier wie ein Wahnsinniger alle Bautenzüge geflutet mit Öl. Irgendwas hat hier gebimmelt. Hallo, Ehefrau. Hallo. Möchtet ihr zum Essen reinkommen? Ob wir zum Essen reinkommen wollen? Bei Gott, ja. Das ist voll gut. Wir haben gerade gegessen. Seine Frau hat vorzüglich Schnitzel gemacht. Und hier Kartoffel hier gerade hängen, was ich normalerweise nicht esse. Aber das geht schon ziemlich steil. Ich habe mir das Rezept mal eben dann organisiert. Ich denke, dass ich das noch kriege per E-Mail. Und das sagt er nicht nur, weil er es musste. Ich lobe deine Frau im Internet. Das ist gut so. Die guckt das nämlich, da brauchst du keine Sorgen. Ja. Die guckt das ganz genau. Ja, kann sie sich... Dass sie nicht kochen kann, da kann sie sich von der sogenannten Puppe schmatzen. Wir heizen hier nicht für Pinguine, ne? Oh. Wusstest du, dass kleine Pinguine bei den Mama und Papa Pinguinen auf den Füßen stehen, damit die kleinen Füße nicht abfrieren? Ja. Das ist gut, das sollte man auch wissen. Warten drüben. Ja, wenn das mal nicht hier der Shit ist. Da ist das SLS da dran. Dafür ist der eine dicke Schlauch. Ja, klar. Dass der da unten dran kommt, wusste ich schon. Nur der Rest. Ja, den Schwachfug braucht ja nur wirklich keiner. Interessieren, ob da überhaupt noch was durchgeht, ob da vielleicht eine Maus rausgeschossen kommt gleich oder so, das weiß auch keiner so genau. Das ist doch. Ich habe einfach den falschen mitgebracht. Ach, wenn du noch einen hast, dann. Ich hole mal den richtigen. Ich baue in der Zeit schon mal den Gashochter ein. Ja. Hör mal zu, Läschen. Zeig mal her. So haben die das gemacht. Man muss den Gashoch muss man um eine Ecke tun, also so andersrum. Also von oben nach unten hin, also ihr versteht schon. Das kann auch wohl nicht so schwer sein, ich erkläre euch das doch gerade. Kann man auch wohl begreifen oder nicht, was ich hier versuche zu sagen. So, dann haben wir kurz Vollgas gehalten hier, dann wird er da eingenügt. Und dann wird das hier gekontert. Und dann tut das plötzlich wieder. Mam! Da läuft ja schon fast. Hörte sich so an, ich hatte schon Angst. Das Geile ist, das Ding ist jetzt so klein, ne? Da kannst du ja wirklich fast überall mit hinfahren. Ich habe schon Angst, dass ich gar nicht mehr laufe. Weil ich folge ja die Doktrin von meinem Großvater aus England, der sagt, lauf nie, wenn du fahren kannst. Steh nie, wenn du sitzen kannst und sitz nicht, wenn du liegen kannst. Ein sehr weiser Mann. Ein sehr fauler Mann, meinst du? Nee, schlau. Kann das sein, dass das hier in den Luftfilterkasten normalerweise reinkommt? Ja, das ist der SLS-Blödsinn. Mach das mal zu und gut ist. Ja, aber dann war das hier, pass auf, jetzt weiß ich die Reihenfolge wahrscheinlich. Das hier macht so eine verdächtige Biegung. Ja. Das kommt da dran. Ja, braucht kein Mensch. Nee, ne? Brauchst du nicht, mach das zu und gut ist. Ja, ist ja gut, Holger, musst du nicht gleich hauen hier. Sitze ich auf meinen Fuß. Ja, ich bin ein Pinguin. Ja,
Willst nicht so kalt sitzen, ne? Das ist so, dass wir im Zoo Osnabrück ein offenes Pinguingehege haben. Da kannst du mitnehmen, die Dinger. Wusstest du, dass ich hier diesen Adapter hier vergessen habe? Welchen Adapter? Der hier hingeschraubt werden müsste. Nee, das wusste ich nicht. Aber sag doch mal nur nicht. Guck mal, das Diff funktioniert. Ja, warte mal eben. Ja, vielleicht kannst du im Aufwärmen dran rumzujodeln, wenn ja, ich hier... Nee. Ja, ist gut. Ich mag da ja gar nichts zu. Ich habe überhaupt nichts getan. Ich will die Schrauben hier reindrehen. Ja, mach das einfach. Und du verdrüllerst mir das ständig. Nee, glaube ich gar nicht. Du lügst doch. Heidewitzka. Herr Kapitän. Richtig. Das ist nicht romantisch, wir beenden schon gegenseitig unsere Sätze, ne? Nee, ist nicht romantisch. Stimmt. Reine Erotik. Romantisch. Ramontik. Mein Gott, jetzt geht doch da unten rein, ey. Eieiei. Hau mir den nicht in. Nee, keine Sorge. Das habe ich nur einmal, das Ding kann ich nicht kaputt machen. Das muss überall, alles, überall immer hin reingetetris werden. Ah. Ich glaube, ich hab's, Holger. Da ist deine blöde Dose da dran. Boah, dies Kackding. Ja, das kann man abschrauben. Wie hast du das denn da rausgekriegt? Ja. So irgendwie. Ja, so. So kriegen wir den gleich. Jetzt sitzt er da aber ja schon mal. Ja, ja, das reicht mir schon. Gut, dass es gar nicht laut ist. Ja, dann hast du ja Glück gehabt. Holgi, dreht sich das da? Gib mal, dreht sich das rückwärts? Das dreht sich rückwärts. Geil. Ja. Hau, der untere ist deiner. Holgi, aufpassen. Ist das bei euch da oben auch noch so, dass die alten Leute immer noch so reden, dass der Nachname zuerst gesagt wird? Du kennst doch hier Holtgräfens Fitti, das ist der Cousin von die Margret. Die hatte damals doch diesen Hund. Das war ein Münsterländer gewesen. Ja. Da siehst du, die Kabel halten ja auch. Hast du den Auspuff dran? Ja. Ist der fest? Ja. Das hier aber noch nicht, ne? Nee. Gut. Oh, es ist wieder 12. Ah. Macht einen guten Eindruck. So, jetzt gucken wir noch mal eben. Drauf. Keine fucking Ahnung. Egal. Ja, Kurva normal, das ist alles gut. So, jetzt anhauen das Ding. Holgi, tu mal was. Ja, gut, man muss natürlich erstmal Sprit kriegen, ne? Aber der Anlasser tut's schon mal und es macht buff, buff, das ist schon mal gut. Kann sein, dass die Anlasser-Drehzahl nicht reicht. Naja, und er muss ja auch erstmal Benzin haben, ne? Ich meine, der Vergaser ist komplett leer und der kriegt ja auch nur Sprit, wenn er Unterdruck zieht. Da könntest du da vielleicht mal dran saugen. Ja, man hört sogar richtig. Ja. Also ich hab's getestet, der funktioniert. Ja, ist halt die Frage, ob Standgas nicht zu niedrig ist, weil ich das zurückgeschraubt habe, ne? Oh, er hat was getan, Holger. Holger, er möchte. Ja, wir brauchen ein bisschen Standgas. Warte mal eben. Luftgemisch habe ich vorhin schon korrigiert. Ja? Ja. Fast. Gib ihm noch mal ein bisschen Standgas. Ja, wir müssen dann sowieso nachkorrigieren. Boah. Oh, ho, 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 ho. Oi, ist der leise. Ist das schön. Holgi, du geiles Stück GNA. Weißt du das eigentlich hier? Ich würde dich mal zart über die Wange streicheln Lass wollen. Es. Oh, er tut was. Unfassbar. Oh, einmal meine Dönen auf. Nice, ey.
kein guter Gast, der Kollege, wa? Ja, Luftgemisch passt noch nicht ganz, aber das müssen wir dann mal eben machen. Unsere Sicherheitsfanatiker auf YouTube werden das feiern. Herzlichen Glückwunsch, ihr Buggy läuft wieder. Hervorragend. Holgi, das ist ein Traum. Das ist ja auch geil hier, ne? Also. Aber die Räder. Ach, mal, die Räder wiegen nicht viel. Ne, ist auch Luft drin. Sorry. Und die Bremsen müssen wir noch lüften. Ja. Diese unwichtigen Sachen, die machen wir immer zum Schluss. Ich baue so. Das dann so. Ach so. Da nach oben, da in die Rille. Wir müssen erstmal unten gucken, weil das ist ja alles. Okay. Sag mal, was ist das? Ach, jetzt willst du da auch wieder nicht rein? Okay. Das geht ja gar nicht. Ja, das muss da dran, weil meine Frau hat gesagt, wenn sie damit zum Bauern fährt, Eier holen, dann braucht sie einen Gepäckträger. Weil die Eier sind hier in Niedersachsen ein bisschen größer als in anderen Bundesländern. Hallo, der Mann. Biertchen. Hingelegt. Wieso solltest du die von mit Hand festhalten können? Das versuche ich immer als erstes. Weil ich in dem Moment schon weiß, dass ich den Schlüssel nicht mitgenommen habe. Aber willst du nicht lieber vorne anheben, weil das leichter ist? Ja, ich will nur hier eben ein bisschen Kotflügel reparieren. Okay. Siehst du, wie ich das gemacht habe? Ja, ja. Jetzt nur noch verzinnen. So, meine Damen und Herren, jetzt könnt ihr mal sehen, was ich wirklich kann. Rohe Gewalt. Turbo! Turbo! Okay, jetzt kann ich auch nicht mehr. Wollen wir die Sitze vielleicht noch einmal abwischen? Das können wir, wenn die eingebaut sind. So, das ist der. Die wiegen auch nix, die Dinger, das ist so geil. Die wiegen einfach gar nichts. Für was brauchen wir eigentlich diese Gurte? Zum Anschnallen. Das ist wirklich mit die dümmste Scheiße, die man sich vorstellen kann hier. Also ernsthaft. Werdet keine YouTuber, sonst macht ihr sowas hier. Jeden Tag. Werdet YouTuber, macht sowas. Jeden Tag. Ah, Kurwa. Machst du mir mal einen Imbus geben? Was mache ich? Einen Imbus bräuchte ich. Welchen hättest du denn gerne? Hätte ich mal vorher gucken sollen, aber... ich mal vorher gucken sollen. Weiß ich nicht, was sind 5er oder 4er oder irgendwie sowas? Also 6er. Wo finde ich denn deinen Imbus? Oberste Schublade. Zu klein. Ein größer. Sag ich ja 6. Wirklich? Ja. Ich habe dir einen 5er gegeben und das ist ein 6er. Hast du mir einen 4er gegeben oder? Nein, nein, nein. Das war das falsche Loch. Ich kann diese Schraube drehen und drehen und drehen. Man kann nämlich nicht sehen, ob er sich eingehakt hat. Das ist auch richtig geil. Ja, aber auch nein. Die Locke der Wahrheit sagt, einer muss von unten schrauben, der andere muss von oben kontern. Das ist richtig gut gelöst. Ja, kauft euch einen Buggy, haben sie gesagt. Das ist voll Spaß, da kannst du alleine mit durch die Gegend dübeln. Ja. Oh, geht so. Kick mal, wer ist in? In der Zwischenzeit haben wir die Sitze montiert und der Drehzahlmesser geht. Sehen Sie hier, wir werden nochmal für Sie starten. Geil, ey. Da misst der Drehzahl und Licht müsste eigentlich auch angehen. Jo. Oh, hier, komm, Holger, steig ein. Ausbauen. Denk dran, du musst den Motor schonen. Ich muss aber erstmal gucken, was ich überhaupt bremse. Ich muss mich hier erstmal reinhalten. Ja. So.
Wir beiden passen ja auch rein wie eine Sardinenkiste. Oh, warte, ich muss schalten. Oha. Warte, das war nicht so gedacht. Du musst, glaube ich, bremsen. Warum? Hat aber jetzt keinen Sinn mit dem Vorwärtsgang, oder? Das ist so eine Variomatik. Da würde man ja laufen, wenn das nicht gehen will. Blockiert da irgendwas? Dein Getriebe kann eigentlich nicht. Das ließ sich ja ganz normal durchdrehen. Und das ist eine Variomatik. Also eigentlich sollte der Riemen locker durchrutschen rollen, wenn er im Stand ist. Warum macht er das? Folgendes ist jetzt, scheint die Kupplung irgendwie zu klemmen, weil alles andere muss passen. Das ist alles absolut unlogisch. Und was wir jetzt tun werden, ist, ich werde ihn anschieben, damit die vielleicht eben so einen kleinen Ruck kriegt und sich löst. Nee, nicht quietschen. Mach das Ding mal eben an. Kannst du jetzt anhalten? Ja. Nee, will er noch nicht. Schmeiß mal eben wieder an. So, jetzt schiebe ich dich und dann machst du mal einen Gang rein. Ja. Einfahren! Er war ziemlich nervös vorhin. Halt mal ein bisschen Bremse und Gas. Hör mal auf, mach nicht den Anlasser kaputt. Wir müssen dann noch mal kurz drüber nachdenken. Aber es fährt ja schon mal wieder. Es fährt sogar richtig gut. Also tatsächlich. Und das hängt extrem gut am Gas, muss ich sagen. Das ist gar nicht mal verkehrt, was ich da so fühle. Jetzt müssen wir nur eben machen, dass das auch fährt. Der muss ja, selbst wenn er im Vorwärtsgang eingelegt ist, frei laufen können, weil er eine Fliehkraftkupplung hat. Aber ich habe doch vorhin sogar an der Glocke gedreht. Die war doch freilaufend. Ja, das wundert mich ja an der ganzen Geschichte so. Da kann irgendwas läuft da nicht frei. Schieb ihn doch mal an. Einfahren. Hallo Wasser! Naja, aber es wird. Ich meine, es ist besser geworden, oder? Ja. Das wird auch. Ach so. Das ist lustig, ne? Das ist super. Das ist irgendwie ein lustiges Style, ey. Der riecht auch geil. Vor allen Dingen, Alter, wir haben ja jetzt echt, also Gas gegeben haben wir jetzt noch nicht. Nee, wie gesagt, das musst du einfahren. Das ist alles China, das ist alles krumm und schief. Das muss eben eingefahren werden. Da kann Henrik auch noch so gerade bohren, der Kolben ist trotzdem im Ei. Geil, das fährt wieder, ey. Das ist voll gut, ne? Und das Differential knackt und knickt man ja nicht mal. Du hörst ja gar nichts davon. Der klingt gut, der klingt wie meine Pitbikes. Und das Differential macht auch, was es soll. Und bis jetzt ist es nicht auseinandergeflogen. So, jetzt brauchen wir eine Onboard-Fahraufnahme. Ja, wir filmen auch jetzt im Dunkeln, weil es ja einfach Sinn macht. Hier, willst du eine Taschenlampe haben? Halt mal. Also, du weißt doch gar nicht, wo du hin musst, Kind. Oh doch, ich kann mich gut an Wege erinnern. Achso, du hast ja Licht. Aber mir nicht ins Auge leuchten. Ne? Ne? Ist ja nicht so gut. Ne, hör mal auf.
Jetzt mal andersrum. Großer Reifenverabschied. Ach, das macht nichts. Ja, der Reifen hat aufgegeben. Okay, wir fahren in die Boxe. Ja, machen wir Luft drauf. Du willst auch wohl Gas geben. Also ich muss hier doch einen Berg hochkommen mit uns zwei dicken Hunden. Ja, aber das macht er ganz gut. Ja, Leistung hat er. Ich weiß noch nicht, wie viel Leistung das vorher hatte. Ob der jetzt besser fährt als vorher? Ja, definitiv. 9,5 PS hatte der. Zwei Gatzen. Wir haben den Absprung gerade noch geschafft. Da brauchen wir auch keinen Wind mehr drauf machen. Meinst du nicht? Wie willst du denn da? Ja, okay, wir versuchen das. Wollen wir den im Aufbocken vorne irgendwie? Ja. Komplett auseinandergefahren. Richtig gut. Ich hätte nie gedacht, dass so ein China-Buggy so viel Spaß machen kann. Ja. Das war nicht schlecht. Oh, jetzt. Wieder für mal. Du kannst ja einstellen wie die Dudes. Eigentlich müsste man das Ding als Einsitzer haben, weißt du, das wäre schon optimal, wenn es ja überall mit den Beinen geht. Ach, ist das herrlich. Der freut sich da wirklich drüber und ich freue mich, dass er sich darüber freut. Freut mich, dass ich dazu meinen Beitrag leisten konnte. Da seht ihr mein Volvo. Jetzt fährt er da hinten durch den Garten. Klingt so, als wäre er zufrieden. Jetzt wird er mutig. Jetzt fetzt er hier in die Runde, als gäbe es keinen Morgen. Halt eben. Halt eben. Die Batterie ist runtergefallen. Die hängt nur noch am seitenden Faden. Aber bremsen tut das jetzt gut, ne? So ein Lüftungsgerät ist super. Der geht sofort. Du kannst sogar das Verhältnis vorne und hinten einstellen. Ne? Das riecht ja wie ein Rasenmäher, das Ding, ne? Super. Ist ja auch richtig einer. Eigentlich ist es das. Wir waren hier gerade mal, ich glaube, nicht mal beim Halbgas, ne? Und das ist schon zu schnell für hier. Also für in der Runde und so. Ja. Der fängt dann an, nur Vorderachse zu schieben. Ja. Wenn du den Gläubigen noch trittst und da vorne über diesen Huckel fährst, dann hält der Gläubig auch ab. Dann fließt mit dem Ding, wiegt ja auch nichts. Alter, Vater, ey, das wird noch richtig gefährlich. Das wird eine gefährliche Nummer. Dann reißt dich zusammen. Ja, ich sowieso. Also brauchst du keine Sorgen machen. Das wird schon. Ich glaube, da wird nie was schieflaufen oder so. Was soll ich sagen? Der Bums läuft. Der Bums läuft und der läuft tatsächlich ganz schön gut. Wir haben uns leider auch nicht getraut, mehr als Halbgas zu geben. Also ich glaube, wir haben Viertelgas gegeben, ne? Also mehr war das, glaube ich. Also ich habe wirklich nur so 15 mm. Ja, so ein bisschen. Man muss ja auch ein bisschen einfahren, hat der Holger gesagt. Das mache ich natürlich auch die nächsten Tage. Und den lassen wir heile. Ja, das ist richtig gut. Das ist richtig gut. Wenn ihr den noch nur fahren könntet. Nein. Den fahren wir jetzt. Und ich sehe gerade, dass hier sich meine Haare auch komplett verwandelt haben. Wir sind hier tatsächlich auch den ganzen Tag in der Werkstatt gewesen. Wir sind seit, ich glaube, 12 Uhr. Wir sind jetzt seit 10,5 Stunden. Ja, 10 Stunden sind wir hier dabei und das funktioniert. Der Buggy läuft. Das Projekt Buggy ist offiziell, es läuft. Das heißt natürlich nicht, dass da jetzt nie wieder was kaputt geht und nicht vielleicht nochmal ein Video kommt, wie wir die Variomatik nochmal auseinandernehmen oder beziehungsweise ich oder wie auch immer. Weil das ist alles noch, aber ich glaube, das ist nur der Schmuck, wie wir schon gesagt haben und dann läuft das ja wieder. Weil die Variomatik funktioniert, nur die Fliehkraftkupplung macht nicht so das, was es soll, aber auch das kriegen wir hin. Ja, und mit dieser Bombensensation, Holgi, hervorragende Arbeit. Dankeschön. Ich habe dich mehr lieb als je zuvor. Ich passe mal kurz. Und wir sehen uns demnächst.
Wir fahren jetzt noch ein paar Jungs raus, ne? Reingehauen! Warte. Willst du es sagen oder soll ich es sagen? Abfahrt. Abschalten oder so.